Elden oder Deka, aber dadurch, dass mit Deka ein bisschen am vorbeigeht, da würde ich eher sagen, bekommt Elden die. 110, Bau, du bist der Geilste. Tja, meine lieben Freunde, und damit ganz herzlich willkommen zu Folge 101 von Lufia, The Runes of Law. Ja, ich muss ganz kurz noch sagen, die letzten drei Episoden waren ja tatsächlich ohne den wundervollen Klang dieser Musik. Ich muss wirklich sagen, die Musik hier in Gondale, oder wie es heißt, ist wirklich echt schön und sehr, sehr, sehr traurig. Ja, ich hatte vergessen, dadurch, dass ich hatte ja erzählt, ich höre mich mittlerweile selber tatsächlich nach 5 Jahren, kann man sich dann auch mal, oder also noch länger sogar, 6 Jahren fast, habe ich mich dann selber mal gehört, hier über das Mikrofon, und habe aber vergessen, die Tonquelle auch nicht auf die Boxen, den Tonausgang von den Boxen zu stellen, sondern auf den Tonausgang von dem Mikrofon, an dem meine Kopfhörer jetzt angeschlossen sind. War ein bisschen doof, deswegen hat der Ingame-Sound gefehlt, und ich habe mit, ja, schon kleinster Arbeit versucht, die wichtigsten Sounds einzufügen, sprich die Musik und die Item-Sounds. Ja, war irgendwie nicht so ganz geil, zumal es ja Folge 100 war, voll special, und als ich dann im Schnitt saß und mir so angeguckt habe, dass die erstmal eine Stunde lang ist, eine Stunde, ey, das ist wirklich mit Abstand das längste Video, das es auf CMovie gibt. Die nächstlängere Episode ist dann, wie gesagt, Burnout Folge 100, und was danach das längste Video ist, das weiß ich gar nicht so genau. Ach nee, ich erzähl Quatsch. Balance 6. Die letzten beiden Level, das geht auch fast eine Stunde, die Folge. Oh, da habe ich wohl ein bisschen was jetzt Mist erzählt. Na, ist auch egal. Wir wollen jetzt erstmal weiterspielen hier. Wir waren das letzte Mal stehen geblieben, nachdem wir aus der Mansion raus waren und die hinter uns scheinbar eingestürzt ist. Tja, dann gehen wir mal weiter, ne? Wir hatten ja da oben schon mal reingeguckt, aber na, wir werden sehen, ne? Border Forest, den kennen wir ja schon. Ich würde mal ganz kurz gucken, wie sieht's denn aus bei unserer Party? Siehst du, Rami ist nämlich schon halb tot. Und das macht sich, glaube ich, immer nicht so gut. Also tot sein ist, glaube ich, auch jetzt kein Hobby von mir. Ich muss nur mal die richtigen Tasten drücken hier. So. Nicht Items, sondern ich wollte auf die Skills. Und Rami hat ja sowieso noch genug AP. Da kann sie mal ein bisschen hier einen Heal raushängen lassen. So, Heal. Was? Ich dachte gerade, hier kostet jetzt mittlerweile 2. Es wäre ja irgendwie schön gewesen. So, einmal zweimal, einmal zweimal und einmal zweimal. Deka kriegt sowieso nicht auf die Schnauze. Ich weiß gar nicht, wieso der jetzt 11 Lebenspunkte verloren hat. Verzeihung. Das wieder, ich weiß nicht, in letzter Zeit Kaffee schleimt bei mir. Das ist ziemlich eklig, aber es ist leider die Wahrheit. Naja, was soll's. Ja, komm. Wir haben so viele AP und ich glaube, wir erreichen dann bestimmt demnächst das nächste Inn. Da können wir hier nochmal ein bisschen die AP rausgeben. So, jetzt wollte ich nochmal auf den Status gucken. Mal nur pro forma. Wie sieht's denn aus? Rove. Ich habe es immer noch nicht rausgefunden. Ne? Heißt das jetzt Rogue oder Rough? Oder nee, Rough war das, wo wir bei Violent 3 immer bei Minigolf den Ball reingespielt haben. Das hohe Gras war Rough. Also sagen wir einfach mal Rogue. Irgendwie so. Da ist Elden noch Expert. Torma allerdings auch. Obwohl Elden in der Ahnenhöhle ganz schön abgeräumt hat. Da würde ich übrigens demnächst tatsächlich wieder hingehen. Ist eigentlich auch bescheuert, dass es über 90 Folgen dauert, ehe man mal in die Ahnenhöhle geht. Aber naja, man hat ja gesehen, dass es vielleicht doch gar nicht so schlecht war. So, was haben wir hier? Chemist auch Expert. Also die sind alle noch Expert. Ne, wobei. Nee, was bist denn du gerade? Du bist doch gerade Wizard, oder? Sag mal eben. Ja, Wizard. Und da bist du immerhin schon Teacher. Also das dauert auch nicht mehr lange, dann bist du da auch durch. Okay. Da müssen wir dir dann mal was Neues suchen, Rami. Ich weiß nur noch nicht was. Weiß ich wirklich nicht. Vielleicht Mage noch weitermachen? Müssen wir dann mal gucken. Wenn wir irgendwann mal wieder nach Grubrick kommen, können wir das nochmal überprüfen. Jetzt wollte ich nochmal ganz kurz gucken, wie viel brauchen die noch an Erfahrungspunkten? 6.003, Alter, 29.000, 26.000. Also Elden und Bau. Und DK kommt irgendwann dazwischen. Der gerade einfach nur mit EP gefüttert wird von uns, sinnloserweise.
Was ein bisschen doof ist, weil ich brauche die Erfahrungspunkte, Mann. So, den ersten Kampf der Session würde ich mal drinnen lassen, war Folge 101, ist auch ziemlich special einfach. Naja, so halb. Guten Tag. Was seid ihr denn für... Ich glaube, das Video muss ich mit einer Altersbeschränkung versehen. Also es geht ja so gar nicht hier. Achso, wir können hier, guck mal, Rapid Fire und Bao greift an und Eldin würde ich mal sagen, Rapid Fire. Und dann kicken wir mal hier. Na, Rami immerhin 5, das ist ja gar nicht mal so gut. Und jetzt sollten wir es vielleicht, haben wir es schon? Geil, Torma, besser machen. 3000 Erfahrungspunkte sind 600 für jeden. Und das war Unsinn, den ich erzählt habe. Ich meine, natürlich ist es 500 für jeden. Nein, das ist auch Blödsinn. Es sind 600 für jeden. Ist schon ein bisschen her mit der Schulmathematik. Und ja, die Erfahrungswerte stehen ja da. Jetzt können wir hier mal schnell noch die Pflanzen zerstören. Da finden wir nämlich ein... Ich würde sagen, es ist eine Source. Ich würde sagen, es ist eine Power Source. Nein, es ist ein Pure Water, Tim. Wie dumm bist du eigentlich? Was macht Pure Water? Ich glaube, damit kann man nur craften. Was mein Pure Water? Gib's mir bitte jetzt. Ich möchte was Neues craften. Grüße an den Stormcatcher an der Stelle. Oh. Ach, sind wir jetzt hier? Ja, das hat natürlich jetzt sehr gut funktioniert. Was ist das denn? Ist das nicht ein Boss, gegen den wir mal gekämpft haben? Ja, komm, dann hauen halt alle drauf. So, bei einem Gegner lohnt sich Rapid Fire ja ungefähr nicht. Oh, 10? Das scheint ja ziemlich schlecht zu sein, das Vieh. Gut, es hat ein paar mehr Lebenspunkte, aber auch nicht so viel mehr. Und es gibt 1000 Erfahrungspunkte. WTF, wir schmeißen 2 davon weg und die anderen kriegen jeweils zu gleichen Teilen 200. Ja, ist schon schön, wenn man so viele Erfahrungspunkte kriegt, das ist schon nicht übel, möchte ich sagen. Und was ist hier? Hier gibt es tatsächlich eine Source, die verbrauchen wir natürlich direkt. Und zwar Items. Wer könnte die denn am ehesten gebrauchen, mal ganz kurz? Ich meine, ich würde es dann vermutlich sowieso dem geben, der hier das meiste davon hat. 71, 83, 116, also Eldin braucht die eigentlich. Eldin oder DK, aber dadurch, dass mit DK ein bisschen am vorbeigeht, da würde ich eher sagen, bekommt Eldin die. Wenn wir sie dann hier mal finden in diesem unübersichtlichen Fenster. Da ist sie schon. So, ich speichere mal auf die 2 und wir gucken mal. Oh wow, ein Punkt. 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 Finde ich irgendwie doof. Ich weiß gar nicht, ob das von irgendwas abhängig ist, wie viel man da hier kriegt. Weil also diese Speed Source für einen Agilitätspunkt, ey, das ist sinnlos. Aber okay, bitteschön. Mir auch eigentlich völlig Wumpe. Hauptsache mehr. Sprechen wir auf die 3 und wir gehen mal weiter. Hier kommen wir nicht durch. Kommen wir hier durch? Nein. Konnten wir hier, wir konnten doch hier irgendwo in die Bäume rein, oder? War das nicht so? Oh, guck mal da. Das ist aber bestimmt kein Red Jelly. Das wäre hier ein bisschen, oh, wie viele? Hier ist was los. Was ist es? Es sind 2 Green Jellies. You've surprised the enemy. Da hatten wir doch schon mal einen besiegt und der ist danach nie wieder aufgetaucht. Was hat das zu bedeuten? Ich frage mich wirklich, was das zu bedeuten hat. Sind die irgendwie besonders, die Green Jellies? Da überlege ich ja gerade, ob wir uns mal am besten einen fangen, oder? Hör mal eben her. Nur wer sollte das mal machen? Wieder Eldin? Wobei, es könnte auch Torma machen. Oder Rami. Ich weiß nicht, wofür wir die jemals brauchen sollten, aber komm, wir machen es einfach mal. Also, den einen machen wir fertig, ne? Es reicht schon eine Attacke von Eldin? Ich weiß es nicht. Müsste theoretisch, ne? Und schwächen? Können wir die irgendwie schwächen? Ohne sie gleich zu besiegen? Ja gut, Rami könnte mal draufhauen. Aber Rami haut auf beide. Aber ist eigentlich auch egal. So, Bau verteidigt mal und wir gucken mal, was hier passiert. Oh, na super. Das hat ja sehr gut funktioniert. 113, 40 Erfahrungspunkte. Also irgendwas ist hier ganz, ganz merkwürdig. Ich meine, warum rennen hier Jellies rum? Das macht irgendwie nicht so viel Sinn. Es sind wieder 2 Grüne. Ich weiß halt nicht, können die sich miteinander... Also 2 Rote konnten sich ja zu einem Blauen fusionieren, wie man früher so schön gesagt hat. Geht das immer noch?
Also könnten die das auch? Ich weiß es nicht. Komm, wir probieren nochmal Schema F. Rami greift einmal an und macht bitte nicht beide tot. Das wäre schön. Ja, toll. Funktioniert gut, mein Plan. Jelly Armor acquired. Was ist das Schönes? Kann das jemand nehmen? Das ist bestimmt übelst schlechter Scheiß. Klamotten haben wir auch noch dabei. Also wir können dann auch wieder schön verkaufen, den ganzen Mist. Demon Mask. Ach so, das war schlecht. Wie konnte ich nur davon ausgehen, dass hier noch irgendwas Gutes drin liegt? Gold Bracelet? Nee. Demon Mask. Killer Armor. Den muss ich unbedingt loswerden. Jelly Armor kann auch niemand nehmen. Ist vermutlich auch wieder nur für Monster. Ja, komm, dann halt nicht. Oh. Na, das ist aber eine schöne Gesellschaft, die ihr da habt. Komm, Rami, du greifst mal hier. Wenn die jetzt wieder alle draufgehen, ne, dann muss ich aber ausrasten. Ich find's auch echt gut, dass wir Leute aus unserer eigenen Party angreifen können. Das ist wirklich super. Also, das ist ein Feature, das sollte jedes Spiel haben. Dass man dann aus Versehen mal einmal zu weit drückt. Ach, scheiße, ey. Entschuldigung. Menno. Toll. Jetzt, ach, ey. So eine Scheiße. Oh, was für ein Mist. So, ja, komm, dann, dann zieh die aus hier. Los. Ich rupf dir alle Blüten ab. Haben auch die Bienchen nichts mehr an dir. So. Guck mal, 11. Ja, na super. Hat ja sich super gelohnt hier. Ja, dann halt nicht. Dann tauchen die halt nie wieder auf und ist halt Ende. So. Schön, dass es hier wieder zwei Wege gibt. Oder auch nicht. Ih, was ist denn ditte? Beastgrass. Bestiengras? Irgendwas Mutiertes auf jeden Fall. Das muss weggemacht werden. Inspired by Resident Evil, habe ich so das Gefühl. Oh, eins nur. Scheint eine hohe Verteidigung zu haben, das Vieh. Also eine höhere. Aber ich sag mal, das hilft nichts, weil wir machen hier pro Runde um die 220 Schaden. Also, da wächst kein Gras mehr, weißt du, bei Beastgrass. Crazy, was ist jetzt los? Hey, stop right there! This place is off limits. Was machst du hier? Überleg dir keine Antwort. Wir werden dich sowieso hier wegbringen. Nichts Persönliches. Wir machen nur unseren Job. Ich war jetzt auf den Bossfight ehrlich gesagt nicht vorbereitet, weil wir haben in der letzten Folge erst einen gemacht, weißt du? Ach, unfassbar. So, ja dann, drauf da, ne? Und natürlich Rapid Fire. Dann kriegen die beide schön aufs Maul. Da kenne ich nichts. Ganz ehrlich. Oh, daneben. Gut, das habe ich mir ehrlich gesagt fast gedacht, dass das bei Rami jetzt hier nicht so gut funktioniert. Agilität um 16 erhöht. Na, ich bin mal gespannt, was die drauf haben. 110, Bau, du bist der Geilste. Also manchmal. Sehr selten. Das war einer der seltenen Momente gerade. So, called for help. No one came. Slash all. Oh, das ist nicht gut. Oh, und das haut ganz schön rein. Ja, Rami, das funktioniert leider nicht bei Bosskämpfen, glaube ich. Okay, wir bleiben aber dem Schema treu. Und Rami heilt sich mal besser selbst. Bevor hier noch ein Unglück passiert. Die beiden greifen an. Ich hätte jetzt auch mal Scan machen können, aber also ganz ehrlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt so wahnsinnig viele Lebenspunkte haben, weil also trotz, dass es hier Bossfight-Atmo ist, aber ich meine, es sind zwei. Und wir wollen jetzt hier nicht unfairer werden, als es sowieso schon ist, gerade. Hoffentlich habe ich mich jetzt hier nicht total in die Nesseln gesetzt. Und ich war. Wieso müssen wir denn jetzt schon wieder einen Bosskampf machen? Das ist doch absolut nicht notwendig. Ach, Mensch. Slash? 18. Okay. Das funktioniert nicht, Rami. Oh! Alter, die werden mal 50 abgezogen. Wie geil ist das denn? Das ist ja super. Das gefällt mir sehr. Ui, das hätte ich nicht gedacht, dass das jetzt mal funktioniert. Geil. Das ist ja richtig geil. Du brauchst dich ja nicht mal heilen. Was kannst du denn da mal Schönes machen? Irgendwie Cinder? Aber geht nur auf einen. Können wir was auf beide machen? Blaze geht auch nur auf einen. Squall geht auch nur auf einen. Schade eigentlich. Frost? Komm, wir lassen jetzt mal richtig einen. Wir hauen jetzt mal richtig einen raus. Wir machen jetzt mal Blast. So.
Dann sind sie am Ende vorher schon tot. Das wäre so traurig. Nee, sind sie nicht. Vielleicht soll ich doch mal scannen machen zwischendrin. Aber ich habe eigentlich keine Lust. Ja, toll. Ach so, es ist nur einer. Schön, jetzt macht Rami am Ende Blast auf einen. Prima. Oder auch nicht. Oder doch. Toll, 15. Alter. Und dann zieht das nur 62 ab, ey. 15 AP für 62 Damage. Hätte ich mal lieber einen Ball genommen irgendwie. Ja, komm, dann hier hau drauf und naja, Rami, komm, ab geht's. Ich merke gerade, ich bin ein bisschen übersteuert. Das ist natürlich echt nicht schön. Ja, hier, mal bitte angreifen. Entschuldigung, jetzt hörte man kurz das Mikrofon im Hintergrund quietschen. Ich will ja nur vermeiden, dass ihr schlechten Ton habt. Ich muss mal ganz kurz hier... So. Alter Finne, ey. 24.000 Erfahrungspunkte. Was ist denn jetzt los? Die konnten doch gar nichts. Rami hat Obliterate gelernt. Oder Obliterate? Irgend sowas. Und glücklicherweise hat niemand ein Level abbekommen. Das heißt, wir schöpfen die 24.000 Erfahrungspunkte voll aus. Fantastisch. 7.600 Gold. Okay, die waren zu dritt. Wir haben sie tot gemacht.